So, 100.000 Skelette hier. Erde loswerden. Sammelt die sich wieder zu massig an, zu Hauf. Die Kerne in die Hand nehmen. Hoffen, dass hier noch Hühner in der Nähe sind. Hier ein bisschen füttern. Natürlich bin ich immer noch am Stream. Oh Gott, voll die Themen gehabt. Wie alt wir doch wirklich sind. Schatz, morgen kommen zwei Pakete an, habe ich gerade gesehen. Das heißt, Monitorständer ist unterwegs und das andere. Tut mal was essen. Meinst du meinen Charakter oder meinst du... Das sieht ja lustig aus, der Fels da hinten. Als wäre das irgendwie eine Ente. Oder ein fettes Huhn. So aus der Entfernung. Das ist ja lustig. Dies ist lustig. Dies gefällt mir. In dem Tempel da hinten war ich drin, das weiß ich. Ja, dann muss ich mein Haus irgendwann hier draußen auch noch vergrößern. Muss ich mal gucken, wie ich das am blödsten mache. Habe ich die Wärme, das erstmal unten alles so weit auszubauen. Du kleine Sau, sagt er. Der Kevin, frech ist er ja gar nicht. Trauerspiel ist natürlich, dass ich einen Diamanten zur Verfügung habe. Autsch. Gar nicht, ob ich irgendwann mal so viel Lagerraum brauchen werde. Auf jeden Fall, das Haus, was ich oben drauf stehen habe, wird wahrscheinlich für eine Festung weichen. So, kann ich das hier noch wegkloppen? Der Boden hier raus. So. Einstellung vom Land. Ja, aber da habe ich ja im Endeffekt nichts drüber geändert. Also der ist bei mir immer noch das, was bei mir am nächsten ist halt. Ne, also... Sollte man das so auswählen? Der Standort, der dir am nächsten ist irgendwie...
War immer zu viel. Ich muss gerade auf den Desktop switchen, was das bei mir gerade ist. Einstellung, Codierung, Broadcast. So, näher wäre bei mir Amsterdam, Niederlande. Das ist schon... Jetzt könnte ich bei mir noch Frankfurt auswählen, also Deutschland. Das Problem ist aber, es sind bis jetzt nur Kevin und Venom, die so richtig Probleme hatten. Bei Sarah legte sich das irgendwann. So habe ich es, glaube ich, verstanden. Und ja, keine Ahnung. Könnte daran liegen, das stimmt schon. Ah, mit Nase läuft. Was fressen Hasen nochmal Karotten, ne? Scheiße. Das weg. Zack. Wobei ich finde, bei den Einstellungen hätte man noch irgendwie mehr Auswahlmöglichkeit geben sollen. Praktisch so wie bei Steam, da hast du ja mehrere Deutschland-Dinger. Also nicht nur Frankfurt, sondern Düsseldorf, keine Ahnung was. Und das wäre natürlich noch geil. Jetzt noch die Kartoffeln. Kartoffeln, weiß ich immer noch nicht, wofür sie gut sind. Aber einen Sinn mussten sie ja mal haben, ne? Nö. Wo sind die Hühnchen, wenn man sie mal braucht? Ich hätte oben vorhin ein Ei hingeschmissen. Oh, ich glaube nicht mehr, dass ich es sehr lange mache. Ich habe momentan Probleme mit meinem alten Schlafrhythmus wieder reinzukriegen. Dann verwenden eher für jemanden, der gerade streamt, kannst du ja bei Sid Bang oder so reinhauen. Weil ich habe heute Mittag ja schon mal gestreamt, jetzt gerade eben ein paar Stündchen gestreamt. Ich denke mal, ich gleich auch mal Stream ein bisschen ausmachen werde. Auf jeden Fall werde ich gleich mal erst mal was essen gehen. Frauchen wird, denke ich mal, gleich schlafen gehen. Mal gucken. Gott, hier habe ich nur Hasen. Gibt es hier keine Hühner? Crimson Wolf streamt gerade, sehe ich. Der hat sich auch zur Gewohnheit gemacht, jetzt fast täglich zu streamen. Finde ich sehr, sehr geil.
Dann gehe ich einfach auf, war nur viel Spaß. Du auf jeden Fall dir noch einen schönen Abend und ich denke einfach mal bis die Tage. Karottchen vom Pöttchen. Ihr kleinen Rammler von der Heide. So, ist genug jetzt. War genug Karottchen. Kartoffeln brate ich mir an. Ich schaue mal, ob das vielleicht runter kann. Ich kann auf jeden Fall den Ofen mal voll machen. Erst heißt es eine Homo und dann aber eine Brofist. Ja, nee. Wer will hier wen fisten? Nee, ist klar. So, das kann ich runter zum Glas, zum Sand tun. Kann man halt hier rein tun. Hier hatten wir die ganzen Knochen und so weiter. Die haben auch Pfeile drin, sehe ich gerade. Die Eier kommen nach oben. Das kommt hier rein. So, was haben wir denn noch? Ich habe noch mehr Glas, das kann auch noch unten. Hat ich unten auch schon eine Fressalientruhe? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Aber Saplings und so weiter. Okay, Blumen-Saplings können alle hier rein. Das haben wir. Haben wir hier noch die Blumen? Habe ich hier bestimmt auch irgendwo eine Fassadientruhe, oder? Ne, habe ich ernsthaft noch nicht. Das ist krass. So viel Stauraum hier, aber keine Fressalien. Hier habe ich Waren und so weiter. Okay. Kann ich hier eigentlich die ganzen Fressalien reintun? Okay. Machen wir das so. Gold, Äpfel. Hauen wir hier das ganze Getreide rein. Hier oben hauen wir Möhren rein. Dann können wir hier die Äpfel reinhauen. So, dann würde ich sagen, liebe Leute, wir an dieser Stelle auch erstmal ausklinken und mal noch ein bisschen futtern und die gute Nacht sagen. Und mal gucken, wie gesagt, dass ich vielleicht morgen noch ein anderes Spiel vorstelle oder sonstiges. Gucken wir einfach mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, ich denke mal, die meisten von euch höre ich jetzt die Tage bestimmt mal wieder und wünsche noch einen schönen Abend dann, ne? Also macht's gut.